Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder eine Produktvorführung für euch, nämlich eine Neuheit der Firma Rocco, der ETA 515, inklusive Steuerwagen in der Lackierung Ozeanblau-Beige. Den werden wir uns jetzt gleich ganz genau anschauen. Dann werden wir uns natürlich ein wenig was zum Vorbild auch uns anschauen. Wir werden uns auch das Fahrzeug in der freien Wildbahn anschauen. Wie hören sich die Sounds an? Wie sind die Fahreigenschaften? Und. Das alles jetzt in diesem Video. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und legen los. Eine kleine Info habe ich aber dann doch noch, bevor es losgeht. Und zwar haben wir jetzt für euch die Möglichkeit gegeben, euch nur die Passagen euch in dem Video rauszusuchen, die ihr gerne hättet. Das heißt, wenn ihr euch alles gerne anhören möchtet, schaut das Video einfach von Anfang bis zum Ende. Wenn ihr aber sagt, mich interessieren nur die Fahreigenschaften oder die Sounds oder die ganzen Informationen zum Modell jetzt hier vor mir, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, unten in der Videobeschreibung reinzuschauen und da habt ihr die genaue Minutenanzahl bzw. Anzeige, wo ihr dann draufklicken könnt und dann kommt ihr direkt zu der Stelle, zu der ihr hin möchtet. So, das war es jetzt aber wirklich. Los geht's. Fangen wir an mit einigen Informationen zum großen Vorbild. Und da müssen wir in der Zeit wirklich sehr weit zurückreisen, nämlich bis vor den Ersten Weltkrieg. Große Beliebtheit hat dieser ETA, Akkumulatortriebwagen, bei der Bevölkerung gehabt, denn im Vergleich zum Oedinger Schienenbus hatte er einen wesentlich ruhigeren Lauf aufgrund des höheren Eigengewichtes. Er war leiser, er hatte keine Geruchsbelästigung durch Abgase und er hatte insgesamt einfach einen besseren Komfort. Trotz des großen Heulens der Gleichstrommotoren hat man sich in dem Fahrzeug sehr wohl gefühlt und so kam es dazu, dass dieser ETA wirklich im gesamten Bundesgebiet damals anzutreffen war. Bis 1968 hieß er ETA 150. 1968 wurde das neuere Nummernsystem bei der Deutschen Bundesbahn damals eingeführt und so bekam dieser Wagen bzw. dieses Fahrzeug hier die Baureihenbezeichnung 515, wobei die 5 für Akkumulatorfahrzeuge steht. Aufgrund des lauten Heulens der Gleichstrommotoren hat das Fahrzeug im Laufe der Zeit wirklich sehr viele Spitznamen wegbekommen. Ich glaube, die bekanntesten sind da Akkublitz oder mein persönlicher Favorit, der Steckdosen Intercity. Aufgrund des elektrischen Antriebes hat das Fahrzeug wirklich eine enorme Beschleunigung zur damaligen Zeit gehabt. Aber auch Säurekübel wurde genannt, weil die Batterien, die sich unter dem Fahrgastraum befunden haben, haben wirklich eine Menge Arbeit und Aufmerksamkeit benötigt, damit es auch alles einwandfrei funktioniert hat. Und sogar der Name Biene Meier kam zum Vorschein, denn die Leute haben dieses Summen und Heulen einfach mit dem Heulen und Summen eines Bienenschwarms verglichen. Der Zug hier ist mit ganz normalen Zug- und Stoßeinrichtungen ausgestattet. Das heißt, wir haben hier vorne ganz normale Standardpuffer und auch einen Zughaken. Mit Zug, also mit Schraubenkupplung. Das hat damals den sehr großen Vorteil gehabt, dass man überwiegend auf Nebenbahn halt auch mal einen Gepäckwagen dranhängen konnte oder im Sommer dann auch mal einen Güterwagen, wo die Fahrräder drin verstaut wurden. Also das war wirklich sehr, sehr praktisch. Es wurden damals zum einen ETAs, also Triebwagen, und ETS, also Elektrosteuerwagen gebaut, so wie wir jetzt hier auch haben. Das hier vorne ist zum Beispiel unser ETA, das heißt unser Fahrzeug mit Motor. Und das hier hinten ist lediglich, obwohl er gleich aussieht, einfach nur ein Beiwagen, sprich ein Steuerwagen. Er verfügt über keinerlei Motor, nur hier vorne auf der Seite dann halt den Führerstand, worüber man dann schlussendlich, wenn man in diese Richtung fährt, den Motorwagen steuern kann. Und das hatte den Vorteil, dass man je nach Einsatzgebiet auch die Anzahl der Wagen schön individuell gestalten konnte. Das heißt, auf weniger frequentierten Strecken hat man nur ein Fahrzeug fahren lassen, auf größeren hat man dann in Doppeltraktion fahren lassen. Das hat natürlich den Vorteil, dass man sehr individuell auf die Fahrgastzahlen dann auch eingehen konnte. Gekuppelt wurden die Fahrzeuge natürlich auch, wie eben ja schon gesagt, ganz normal über Schraubenkupplung. Dann hat man zum einen die Steuerleitung und natürlich dann auch das Heizkabel, womit man dann die Fahrzeuge verbunden hat. Und somit hatte man dann hier vorne die Möglichkeit, über alle Funktionen des Fahrzeugs zu verfügen und konnte somit dann halt auch den Fahrtrichtungswechsel relativ einfach und zügig dann auch vonstatten gehen lassen. Die Geschichte, wo ich eingangs auch von gesprochen habe, unseres Fahrzeuges hier, beruht auf einen anderen ETA. Denn die Preußische Staatsbahn hat bereits 1907 mit Akkumulatorenfahrzeugen
experimentiert und so hat damals auch die Baureihe ET 178 das Licht der Welt erblickt. Daraufhin wurde die ETA-Familie 176 entwickelt und aus diesen beiden Fahrzeugen hat man dann schlussendlich zwei Prototypen der Fahrzeuge entwickelt, die wir jetzt hier heute sehen. Das war damals der ETA 150. Er wurde 1954 ausgeliefert. Es waren, wie gesagt, Prototypen, an denen noch herumexperimentiert wurde und natürlich auch, wo man dann in der Praxis geschaut hat, was kann man verbessern. Und so hat man dann sich entschlossen, dass man für die Lieferung, die ab 1955 dann stattfand, wurde der Bereich der Stirnfenster, also hier vorne die beiden, beziehungsweise generell die vier Fronten wurden noch mal überarbeitet. Es entfiel eine Zierleiste und insgesamt wurde das Raumgefüge, sprich die Anordnung der Sitzplätze, auch nochmal optimiert. Bis 1965 wurden sage und schreibe 232 Triebwagen, also die Variante mit Motor, und 216 Steuerwagen, die Variante ohne Motor, ausgeliefert. Er hier hatte damals die Bezeichnung ETA 150 und der Steuerwagen hatte die Bezeichnung ESA 150, wobei das S für Steuerwagen steht. Die Baureihenbezeichnung hier hielt sich auch wie folgt, dass die Fahrzeuge mit Motor, also sprich der Triebwagen an sich, stets die Baureihenbezeichnung 515 hatte und der Steuerwagen stets die Baureihenbezeichnung 815. Die Fahrzeuge wurden überwiegend im Flachland eingesetzt, denn man kann es sich sicherlich vorstellen, wenn die Fahrzeuge eine Steigung befahren müssen, hat das natürlich zur Konsequenz, dass man einen höheren Stromverbrauch hat, was dann an der Reichweite dann der Fahrzeuge gezerrt hat. Und somit hat man sich halt auf flache Strecken hier begrenzt. Ich selber bin sogar auch noch mit diesen Fahrzeugen gefahren, als kleiner Stöpsel, hier um die Ecke sozusagen mit der heutigen S28. Das war eine Nebenbahn, die Mettmann mit Karst über Düsseldorf und Neuss verbunden hat. Es war wirklich ein Abenteuer, diese Fahrzeuge zu erleben. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber an das Geräusch und auch an die Türen kann ich mich ganz besonders erinnern. Und es war wirklich ein sehr großes Abenteuer. Hier bei uns im westlichen Deutschland, überwiegend natürlich im Ruhrgebiet, sind diese Fahrzeuge noch bis 1955 im Einsatz gewesen. Wirklich eine sehr lange Zeit. Dann aber wurden sie hier auch ausgemustert und somit sind sie heute leider nur noch im Museum anzutreffen. Im Innenraum sind die Fahrzeuge wirklich sehr unterschiedlich aufgebaut. Gleiches ist eigentlich bei allen, dass die Fahrzeuge ein WC haben und natürlich auch einen relativ großzügigen Gepäckraum. Die Fahrzeuge an sich sind je nach Einsatzgebiet im Inneren ein wenig anders gestaltet worden, allerdings auch bei eigentlich fast allen gleich ist, dass die Führerstände an den jeweiligen Enden eigentlich nicht vom Fahrgastraum getrennt waren. Es gab Besonderheiten, die dann nachträglich umgebaut wurden, aber eigentlich ab Auslieferung waren dort keine Wände. Das heißt, der Fahrgast konnte direkt mit dem Fahrer Kontakt aufnehmen. Es gab sogar Zeiten, wo auch die Fahrer vorne noch Tickets verkauft haben. Einige Daten, die Ausmusterung, wie wir eben schon gehört haben, war leider 1995, das schwarze Jahr für unsere ETAs 515. Wir haben eine Länge dieses Fahrzeuges von 23,4 Metern. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von sage und schreibe 100 Stundenkilometern. Wir haben eine Stundenleistung von 2x 150 kW, also sprich 300 kW. Und wir haben die Aufteilung im Innenraum, wie ja gerade schon gesagt, mit einer Anzahl von Sitzplätzen zwischen 86 im ETA und bis 100 im ESA. Auch an den Batterien hat man im Laufe der Zeit gearbeitet und hat so bei dem Batteriewechsel, der alle 4 Jahre stattfand, immer die neueste Generation von Batterie verbaut. Und somit stieg die Leistung im Laufe der Zeit von 352 kW auf dann sage und schreibe 603 kW. Und das ist wirklich eine ganze Menge. Und somit wurden die Fahrzeuge dann natürlich auch immer spurtstärker und der Name Steckdosen Intercity, glaube ich, passt aus dem Grund wirklich besser wie kein anderer. Auch noch nett zu erwähnen ist, dass die Sitze in der zweiten Klasse mit Kunststoffbezügen bezogen war und die Sitzplätze in der ersten Klasse mit Plüschbezügen.
Zum Steuerwagen sei noch gesagt, dass alle Steuerwagen nur auf einer Seite einen Führerstand hatten, nämlich hier. Auf der anderen Seite befanden sich Sitzplätze für die Fahrgäste, was natürlich dann zwangsweise bedeutete, dass die Seite stets gekuppelt werden musste. Die Frontpartie, da hat man es sich einfach gemacht, die ist so geblieben, das heißt auch die Scheinwerfer, auch Zug- und Stoßeinrichtungen etc., das ist im Prinzip alles so ausgelegt, als wenn da ein Führerstand wäre, einfach auf Kostengründen. Nur halt, wie gesagt, die ganze Technik befindet sich hier im Steuerwagen nur auf einer Seite. Was die Lackierung angeht, ausgeliefert wurden unsere ETAs in purpurroter Lackierung, wurden dann ab 1975 umlackiert in unserer jetzt hier stehenden Farbe Ozeanblau-Beige, die sie dann auch eigentlich bis zuletzt behalten haben. Einzige Ausnahme, 1993 bzw. 94 waren einige Fahrzeuge dann in Mintgrün, Lichtgrau umlackiert worden. War auch eine sehr schöne Farbe, aber mir persönlich gefiel hier die ozeanblau-beige Lackierung wesentlich besser. Ja, Freunde, und das soll es auch erstmal zum großen Vorbild gewesen sein. Jetzt gehen wir raus in die freie Wildbahn, schauen uns die Sounds und natürlich auch die Fahreigenschaften an und dann melden wir uns hier wieder und dann geht es an das Modell in 1:87. Jetzt aber erst einmal viel Spaß. Ja, da sind wir zurück. Schauen wir uns jetzt das Modell in 1:87 jetzt genauer an. Es ist eine Neuheit von diesem Jahr, also sprich 2020. Und ich muss sagen, Rocco hat hier wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Es gab zwar schon Modelle vom ETA 515, aber dieses hier ist jetzt erstmal auf dem aktuellsten Stand der Technik. Es ist komplett in LED-Ausführung, es ist mit Sound, es ist hervorragend umgesetzt auf dem Stand der Technik von heute und ich finde,
Das Fahrzeug lässt keine Wünsche offen und sollte wirklich auf jeder Bahn seine Runden ziehen dürfen. Was haben wir hier? Wir haben hier die Gleichstromversion mit Sound, mit der Artikelnummer 72083. Das gleiche gibt es natürlich auch Gleichstrom ohne Sound. Wenn man keinen Sound haben möchte, dann ist es die Artikelnummer 72082. Und für die Wechselstromer ist es die Variante natürlich mit Sound 78083. Ja, was bekommen wir? Wir bekommen einmal hier den ETA, den 515-520-5 und einmal den ESA, sprich den Steierwagen, das ist der 815-687-9. Ich drehe das mal so. Gekuppelt werden sie mit einer beiliegenden Kurzkupplung, mit einer starren, das heißt, die Puffer befinden sich schön zusammen. Optisch sehr gut gelungen. An den Fronten jeweils sind die Fahrzeuge sehr schön zugerüstet. Das heißt, wir haben lange Bremsschläuche, so wie es sich gehört. Und hier am Kuppelkopf haben wir dann natürlich die verkürzten Bremsschläuche und die verkürzte Kulisse, so dass da nichts stört, wenn die Fahrzeuge in die Kurve fahren. Mit dabei ist einmal ein Heftchen für den Sounddecoder, wir haben eine Bedienungsanleitung und natürlich, es darf nicht fehlen, einmal eine Übersicht über unter anderem natürlich auch die ganzen Sounds, die auf dem Fahrzeug drauf sind, die haben wir ja gerade eben schon gehört, da kann man alles nochmal nachlesen. Außerdem haben wir einen sehr großen Zurüstbeutel. Im Prinzip braucht man den nicht, denn Rocco hat das Fahrzeug schon komplett bestückt. Das sieht man hier vorne, hier nicht, weil da ist kein Führerstand. Hier vorne sieht man das schön, wie gesagt, keine Sorge, es kommen Detailaufnahmen. Wir haben hier schön angesetzte Scheibenwischer, wir haben hier unten die Schraubenkupplung, wir haben hier die Bremsschläuche, die Steuerleitung, Heizleitung, alles mit dabei. Und hier auf der anderen Seite haben wir das Ganze dann natürlich verkürzt, so dass an der Kupplung nichts stört. Der Innenraum ist auch hervorragend umgesetzt, das heißt, wir haben die Detaillierung im Innenraum komplett durchgehend sichtbar. Wir haben auch hier in der Mitte die erste Klasse, wir haben freien Blick auf den Führerstand auf einer Seite. Wo ist er? Hier vorne, glaube ich. Wo ist er? Wo ist er denn jetzt? Da ist er! Hat sich versteckt. Hier vorne haben wir auch einen Lokführer im Cockpit sitzen und das Ganze insgesamt macht optisch auf jeden Fall einen sehr schönen Eindruck. Auch hier oben die Antenne für den Zugfunk, die ist mit an Bord. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man die Fahrzeuge kuppelt. Man macht es ja gerne, man dreht es auf dem Dach, führt die Fahrzeuge zusammen. Hier würde ich es nicht empfehlen, denn die Antenne hier neigt dann schnell dann abzubrechen. Das heißt, lieber in die Hände nehmen und dann zusammenstecken und nur so natürlich dann halt auch wieder trennen. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Beschreibung der Eckdaten ist wie folgt. Wir haben hier, wie eben schon gesagt, freien Durchblick durch den detaillierten Fahrgastraum und Führerstand. Wir haben separat angesetzte Steckteile wie Scheibenwischer, Rangiergriffe unter den Puffern sowie Heizkabel. Fein detaillierte Drehgestelle mit separat angesetzten Teilen. Und wir haben natürlich in beiden Fahrzeugen einen Decoder eingebaut. Wir haben angetriebene Achsen 2. Eine Achse davon ist mit Haftreifen ausgestattet zur Erhöhung der Zugkraft. Wir haben eine Kupplung nach NEM 362 mit Kurzkupplungskinematik. Unsere Decoder-Schnittstelle ist eine Plux 22. Das Dreilicht-Spitzenlicht und zwei Schlusslichter ist in LED-Ausführung. Wir haben einen fünfpoligen Hochleistungsmotor mit Schwungmasse. Wir haben einen Mindestradius von 358 mm. Das entspricht bei Rocco dem R2. Und wir haben eine Länge über Puffer von 538 mm. Wie eben beim Vorbild auch schon gesagt, hat Rocco hier auch hervorragend umgesetzt, dass der Steuerwagen, wie gesagt, auf einer Seite keinen Führerstand hat, nämlich nur auf der einen Seite, aber die Front trotzdem so geblieben ist, damals bei der Produktion. Ist sehr gut umgesetzt. Wir haben hier einen komplett freilaufenden Steuerwagen. Es befindet sich hier ein Decoder drin, der auf der gleichen Adresse programmiert ist wie unser Fahrdecoder hier vorne. Somit hat man dann alle Funktionen, die man im Prinzip mit diesen Fahrzeugen hat, gegeben, ohne eine elektrische Kupplung. Und das finde ich wirklich eine sehr gute Sache, weil so hat man einfach nur eine ganz normale Kupplung, kann die Fahrzeuge kuppeln, wie man möchte, entweder mit oder ohne Beiwagen, hat aber trotzdem in beiden Fahrzeugen unabhängig voneinander die Funktionen. Ja,
dann würde ich sagen, sind wir auch hier am Ende angekommen. Jetzt folgen noch ein paar Impressionen und Nahaufnahmen dieses wunderschönen Modells und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder zu meinem Schlusswort. Ja, das war er leider auch schon, unser ETA 515 der Firma Rocco. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Sollten Fragen eurerseits jetzt noch offen sein, kein Problem. Einfach unten in die Kommentare eure Frage schreiben oder direkt eine E-Mail an uns. Solltet ihr dieses Fahrzeug haben möchten, auch kein Problem. Einfach unseren Webshop besuchen und dort einfach die Artikelnummern eingeben oder Baureihe 515. Und ihr werdet relativ schnell fündig werden. Das war es von mir. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bleibt bitte alle gesund und dann schaltet beim nächsten Mal wieder hier bei uns ein. In diesem Sinne, macht es gut und tschüss. Halt, halt, halt! Bevor ihr abschaltet, habt ihr unseren Kanal schon abonniert, um kein neues Video zu verpassen? Gerne jetzt abonnieren und auch eine Info, es gibt auch noch jede Menge andere interessante Videos, die ihr euch unbedingt mal anschauen.